Servus ihr Lieben, da ist wieder Cheaterin. Leid, ich bin eingeladen auf eine Baby-Shower-Party. Also bei Baby und Party bin ich ja dabei, aber der Shower artet halt langsam in Stress aus. Ihr kennt es bestimmt, wenn man unfreiwillig in einer WhatsApp-Gruppe von 10 Freundinnen gelandet ist, wo jede jedes Mal schreibt, wenn ihr was einfällt, wenn sie wie, wo was besorgen könnte. Und wenn sie es dann besorgt hat, erfolgt auch gleich eine Fotostrecke. Macht 30 WhatsApp-Nachrichten in der Stunde. Und dann beginnt der Stress. Weil wenn du nicht sofort zurückschreibst, heißt, ist die Schiederin in der Gruppe? War die in der Gruppe? Ist die aus der Gruppe raus? Schiederin, bist du krank? Was ist los? Warum schreibst du nicht zurück? Hast du schon was besorgt? Leid, ich muss ja erst einmal lesen. So, und jetzt kommt das Motto der Babyshower-Party. Queen for a day. Das heißt, wir brauchen alle ein Krönchen, ein Glitzerkleidchen und eine Konfettikanone. Das hat was von Junggesellenabschied, bloß die Leid, weil es gibt kein Prosecco. Den hätte ich vorgeschlagen, aber der wurde leider abgelehnt. Dafür gibt es eine Schnullertorte, einen Wunschbaum fürs Baby. Den pflanzt man dann in den gefrorenen Gartenboden im Dezember rein. Dazu Schühchen, Jäckchen, Mützchen, Mobile, Rasseln, Stofftiere und die berühmt-berüchtigte Windeltorten. Wer macht die Windeltorten? Genau. Und dann erfolgen die Gespräche über Babys, Geburt, Vorbereitungskurse, Babys wehen, Babys stillen, Babys schlafen, Babys. Und ich habe auch ein paar Geschenke für die werdende Mama. Ein Concealer, ein Trockenshampoo, ein Handstaubsauger und eine Flasche Wein. Das kann sie wirklich brauchen.